Im heutigen Video geht es um die Stellung des Gynözeums, also ob es oberständig oder unterständig ist. Ich beginne zunächst einmal mit der Beschriftung der Blüte. Und zwar, das Gynözeum besteht prinzipiell aus einem Fruchtknoten. Aus dem Griffel. Und aus der Narbe. Und die Samenanlagen sitzen immer im Fruchtknoten drin. Dann haben wir links und rechts davon die Staubblätter. Also die männlichen Samenanlagen. Dann die Kelchblätter, die grün gefärbt sind. Und dann die färbigen Kronblätter. Der Bereich der Sprossachse, in dem die Blüte sitzt oder auf dem die Blüte sitzt, nennt man Rezeptakulum bzw. Blütenstandsachse. In der rechten Grafik, also beim unterständigen Gynözeum, sieht man, dass die weibliche Samenanlage im Rezeptakulum direkt drinnen sitzt, also eingesenkt ist. Im Gegensatz dazu beim oberständigen Gynözeum ist hier dieser Bereich, dieser sitzt auf dem Rezeptakulum drauf. Also spricht man von einem oberständigen Gynözeum. Man würde dann das praktisch so schreiben. Also wir haben hier zwei miteinander verwachsene Kapelle. Das heißt, G2, also die Klammern für verwachsen. Und da es oberständig ist, macht man den Strich unterhalb. Auf der rechten Seite wiederum haben wir wieder zwei miteinander verwachsene Kapelle. Aber dieses Mal unterständig, also Strich oben. Und ich habe euch auch hier unten ein paar Beispiele dazu aufgezeichnet. Also beim oberständigen Gynözeum zum Beispiel der Paprika. Woran erkennt man das jetzt? Also die Kelchblätter sieht man immer unterhalb der Frucht, also in Stängelnähe. Genauso ist es auch bei der Erdbeere. Hier sind die Kelchblätter auch unterhalb der Frucht. Anders dagegen ist es beim unterständigen Gynözeum, in diesem Fall bei der Birne. Man sieht hier den Stängel, also die Sprossachse. Die Frucht selbst, also in der auch die Samenanlagen sitzen. Und oberhalb wieder die Kelchblätter. Dasselbe findet ihr auch zum Beispiel beim Apfel vor. Also wenn wir wieder nach oben gehen, entwickelt sich dann also aus diesem Bereich hier die Birne, also die Frucht, und oberhalb bleiben dann die Kelchblattreste erhalten. So, das war's jetzt zum Thema oberständiges und unterständiges Gynözeum. Tschüss!